Einen schönen guten Morgen hier aus den herrlichen Arkadenhöfen der Universität Wien, zumindest virtuell. Wir sind alle bei Initz im Homeoffice. Ich habe mir aber gedacht, ich nehme ein schönes Bild von unserem Sommerfest mit, das heuer leider nicht stattfinden konnte, und begrüße Sie hier sozusagen virtuell aus der Universität Wien, einer unserer Gesellschafterinnen. Die Initz ist der Hightech-Inkubator der Stadt Wien und hilft allen Universitäten und akademischen Einrichtungen bei der Ausgründung von technologiegetriebenen Unternehmen. Und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Stefan Tratter ist Mitgründer schon von seinem zweiten Unternehmen. Und mit beiden Unternehmen, die er gegründet hat, das erste war Treventus, ein Unternehmen, das zu den Hidden Champions gehört aus Österreich, eines von ganz wenigen Unternehmen, die weltweit Bücher, auch alte Bücher, digitalisieren können, vollautomatisiert. Und das zweite Unternehmen ist eigentlich sagen, technisch in einem ähnlichen Bereich angelagert, aber industriemäßig ganz anders. Legal Tech, ein Unternehmen, TopX. Und mit dem ist der Steffen zum zweiten Mal bei uns im Inkubator. Und ich darf dich herzlich bei mir begrüßen und dich ebenfalls vor die Kamera bitten. Hallo Irene, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Stefan. Willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon, bin gespannt. Ich freue mich auch schon sehr. Herzlich willkommen auch an alle, die uns als Zuhörer und Zuschauer hier besuchen, virtuell. Ich möchte gleich mit ein paar Fragen beginnen und möchte dich fragen, Stefan, du hast ja zu viert damals, 2004, 2005, warst du das erste Mal bei Initz, da hast du die Treventus gegründet. Wie ist die Idee entstanden? Was hat dich dazu getrieben, überhaupt zu gründen? Und wie bist du da zu Initz gekommen? Gute Frage. Gründen oder Unternehmertum hat mich immer schon interessiert. Ich wollte immer schon meine eigene Zukunft gestalten. Ich wollte immer schon das gestalten, was ich in Zukunft machen möchte. Also wenn man so will, wenn jemand vor einer Schlange steht und es gibt irgendwo etwas, keine Ahnung, nach einem Praterlauf, etwas, gratis eine Erfrischung oder so, dann sehe ich die Erfrischung und jemand anders sieht vielleicht die Schlange und will sich nicht anstellen und sieht eher die Hürden. Ich sehe eher das Ziel und die Vision und das hat mich immer schon ein bisschen angetrieben. Und ich war damals, 2004, gerade mit meiner letzten Prüfung beschäftigt. Ich weiß noch, ich bin an der Bibliothek gesessen, habe mit den Kollegen studiert, für eine Prüfung gelernt. Und da kam dieses E-Mail, dass es um ein Archivierungsprodukt, Projekt geht, wo es um Bücher geht. Bücher liebe ich sowieso, heiß und innig. Und es war ein bisschen kryptisch formuliert, aber es stand dabei, ist ein Projekt, das der Professor Zeidler initiiert. Und ich wusste von verschiedenen Vorlesungen, der Professor Zeidler, der macht total coole Sachen. Der ist total unkonventionell, der macht richtig, richtig tolle Sachen. Und ich habe mir gedacht, ja, also hier die letzte Prüfung, ich gehe da hin, schauen wir das an, das nichts sein kann es immer noch. War immer schon sehr neugierig. Und ich erinnere mich noch total gut, ich habe damals mit dem Michael Rauhofer telefoniert, weil dieser Start bei Ihnen, der war ganz knapp, ich hatte eine mündliche Prüfung und das war ganz knapp nach dieser mündlichen Prüfung. Ich habe mir gedacht, das wäre nicht pünktlich schaffen. Und habe ihm gesagt, ja, kann ich halt später kommen. Und dann sagt er zu mir, was, das hat mich dann total geprägt. Er hat gesagt, du musst dich entscheiden, wo es für dich wichtig ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, bis jetzt war das immer an der Uni mit den Prüfungen relativ klar, aber jetzt geht es darum, sich zu entscheiden, was will ich in Zukunft machen. Dann habe ich mit dem Professor geredet, ob ich nicht bei den Prüfungen früher drankommen könnte, war dann pünktlich bei Initz und dann haben wir bei Initz so ein Assessment gehabt für den ganzen Tag, wo sich, ich glaube, es waren ungefähr 20 Studierende, getroffen haben, weil es eben darum ging, aus einem Pool von Studenten drei herauszuarbeiten, die dann eine Idee umsetzen.
Und bei dieser Idee ging es um einen Buchscanner, wo es eben darum ging, Bücher werden nur 60 Grad geöffnet, ein Scankopf fährt rein, erzeugt mit einem Unterdruck ein Vakuum und kann beim Hochfahren zwei Seiten scannen und mit einem Luftstrom umblättern, fährt wieder rein und blättert so ein ganzes Buch durch und digitalisiert ein Buch in 10 Minuten. Und das war so faszinierend, das war richtig toll. Es gab natürlich nur eine Skizze, das heißt, es gab noch gar nichts, wir mussten alles organisieren und das hat mich total angetrieben. Also wir mussten wirklich from scratch alles machen, Prototyp entwickeln, Funding aufstellen. Es war total nicht klar, ob es funktionieren wird. Und das ist ja etwas, das hat der Peter Tuchnik beim Startup Camp auch gesagt. Das ist das Unternehmertum. Der Unternehmer ist jemand, der springt von einer Klippe und während er runterspringt, ohne Fallschirm natürlich, fängt er an, sein Flugzeug zu bauen, das ihn hoffentlich, bevor er am Boden aufklatscht, in die Lüfte bringt. Und genau das war auch damals bei diesem Prototyp-Bauen genau der Antrieb. Also wir mussten uns durcharbeiten und wir haben damals von Initz ja, die Betreuung gekriegt, Coaching gekriegt und haben ja, 2006 gegründet, haben verschiedene Wettbewerbe gewonnen und haben gleich Kunden gewonnen als Co-Creator und sind international durchgestartet. Dieser automatische Buchscanner, Scanrobot, der steht jetzt von, keine Ahnung, in Australien sind Installationen, im hintersten Sibirien, in Dschungel von Brasilien, in Kanada, an den unglaublichsten Stellen. Und das ist etwas, was mich schon total fasziniert. Und genau, so sind jetzt 16 Jahre ins Land gezogen. Mittlerweile habe ich auch mein Family-Business vorangetrieben. 4 Kinder halten mich ziemlich fit. Und man könnte sagen, gut, da hat jemand sein Unternehmen aufgebaut und ist zufrieden, lehnt sich zurück und sagt, das war's. Aber es hat mich immer schon fasziniert, mir neue Sachen zu überlegen. Und ich habe mir gedacht, wer braucht Digitalisierung? Wer sitzt auf total vielen Akten, Dokumenten? Und zwar auf Dokumenten, auch wenn sie alt sind, die er noch brauchen kann. Und da waren mir immer schon, ich habe mir gedacht, Anwälte sitzen doch auf Akten, Dokumenten, auf Aktenbergen. Die müssen doch was tun. Aber zu Zeiten von Treventus war es mir auch, ich habe Anwälte kontaktiert, aber dadurch, dass ich Techniker bin, sprach ich vielleicht nicht unbedingt die Sprache der Anwälte. Und ich bin in diese Community partout nicht reingekommen. Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Alles Mögliche versucht, sogar mit Canon versucht, was gemeinsam zu machen, keine Chance. Und da hat sich ergeben, dass wir vor 2 Jahren einen Kunden bekommen haben, der im Rechtsbereich angesiedelt ist, den Nationalfonds. Und da konnte ich mich wieder etwas mehr mit diesem Legal-Bereich beschäftigen. Und seither bin ich immer wieder in Kontakt mit meinem Co-Founder, Magister Michael Bisetzky. Und wir haben immer wieder daran gedacht, wie kann man einen Schritt weitergehen? Wir bei Treventus, wir digitalisieren ja sozusagen nur analoge Bücher und machen daraus eine digitale Kopie, die man durchsuchen kann. Aber ich habe mir gedacht, wie kann ich denn in den Inhalt rein? Wie kann ich mit dem Inhalt was anfangen? Und da sind wir letztes Jahr auf den LTHV gestoßen, auf den Legal Tech Hub Vienna, was eine wunderbar tolle Plattform für diesen neuen Legal Tech Drive ist, der jetzt gerade voll im Entstehen ist. Das ist ein Accelerator-Programm, eben aus dem Legal Tech-Bereich, gegründet von 9 großen Kanzleien und auch international aktiv. Und das haben wir uns ein bisschen angeschaut und gesagt, das wäre super, aber auch haben wir natürlich nicht gemacht, weil ja, waren wir einfach zu, wir fühlten uns zu wenig weit mit unserem Produkt und mit unseren Prototypen. Und heuer hat sich durch die, das Wort kann schon keiner mehr hören, durch die Covid-19-Situation, hat sich eine Chance eröffnet. Im März haben alle unsere Treventus-Kunden gesagt, wir sind zu, im Moment bitte keine Schulungen, bitte keine Zusammenarbeiten im Moment, weil halt das ganze Personal zu Hause sitzt. Und wir haben das Jahr phänomenal gut begonnen. Maschinen verschickt nach USA, Afrika, Mittleren Nahen Osten, Asien. Die Trainings waren schon geplant bis zum Sommer rein. Und plötzlich war Handbremse, Stopp. Und da habe ich mir gedacht, was machst du jetzt mit dieser Zeit, die da plötzlich daherkommt? Normalerweise hat man ja nie Zeit im Tagesgeschäft. Und ich hatte plötzlich
etwas mehr an Zeit. Und da haben wir uns gedacht, nutzen wir das gleich. Nutzen wir das gleich, probieren wir, ob wir in diesem Legaltech-Bereich Fuß fassen können. Und da haben wir uns ein Herz gefasst, haben das ausgearbeitet und sind tatsächlich in den Batch 3 vom Legaltech Hub, haben es reingeschafft als einziges österreichisches Unternehmen und werden seit Mai super toll betreut in diesem Accelerator. Die Frau Sophie Martinez pusht das Programm nach vorne und das ist ein total super Netzwerk. Ja. Ja. Genau, und das ist jetzt so im Prinzip mein Werdegang bis heute, ja, genau. Alles klar. Man möchte ja meinen, weil das klingt ja alles unglaublich und man möchte ja meinen, dass so jemand wie du mit so vielen Jahren Erfahrung als Gründer und eigentlich kann man Treventis ja nicht gar nicht Startup mehr nennen. Es gibt es ja schon lange und ist ja wirklich schon etabliert und hat Kunden weltweit. Was treibt dann so jemanden überhaupt noch in einen Inkubator, noch einmal in einen Inkubator zu gehen? Gute Frage. Gute Frage. Ich muss zugeben, es gab schon die eine oder andere Diskussion, wo es dann geheißen hat, willst du wirklich noch mal einen Inkubator? Du weißt das doch schon alles. Aber die Zeit ist schnelllebig. Ja? Und ich habe bei Treventis haben wir uns eben immer mehr fokussiert. Und ich habe ein bisschen diese Gründerszene aus dem Blickfeld verloren. Aber ich habe immer wieder gesehen, Initz entwickelt sich weiter und es gibt neue Netzwerke und Initz hat diesen europäischen Preis oder jenen Preis gewonnen und ist in einem hohen Ranking. Und ich habe mir gedacht, Deum sicher ein brutal cooles Netzwerk. Und schauen wir mal, also, und ich war sowieso ganz neugierig zu schauen, was hat sich bei Initz getan und haben mir gedacht, neben dieser Neugierde, neue Coachings, neue Workshops, war für mich auch klar, so ein Accelerator oder im Fall von Ihnen so ein Inkubatorprogramm ist immer ein Stück weit auch Qualitätssiegel. Also ich habe es damals 2004, 2005 schon so empfunden, wenn wir zu einem Unternehmen gegangen sind und wir sagen, wir sind im Initz-Programm, dann weiß dieses Unternehmen schon, okay, die haben schon die erste kalte Dusche hinter sich, die sind schon gebrieft worden, die sind jetzt nicht mehr so from scratch, nicht mehr so frisch und da war mir auch klar, ich will das auch für BT Semantics. Ich will dieses Initz-Siegel versuchen zu kriegen und zu schauen, wie kann ich mich da positionieren? Weil die Validierung ist von mehreren Seiten, mehrere Meinungen einzuholen, ist immer gescheit, finde ich. Und beim LTHV, ja, das ist ein Accelerator absolut in diesen Legaltech-Bereich hinein. Da wird der Fokus auf Netzwerken und Markteintritt gelegt. Und mir war wichtig, auf der Initz-Seite dieses Startup-Universum nochmal sozusagen validieren zu lassen. Deswegen war es mir total wichtig, auch dieses Initz-Feedback zu kriegen. Und ja, ich war dann total überrascht im ersten Startup-Camp, wie es gelaufen ist, ja. Jetzt, du erlebst ja jetzt das Startup-Camp schon quasi zum zweiten Mal oder die Inkubationsphase zum zweiten Mal. Und nachdem es unsere Aufgabe immer ist, sozusagen euch den Kopf zu waschen, darfst jetzt du gerne auch uns den Kopf mal waschen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen damals und heute? Spürst du da was? Hat sich da was geändert? Ist was besser geworden, hoffe ich? Weltenunterschiede. Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, wir waren das 10. Startup nach der Initz-Gründung. Und wir haben 2005 total coole Programme durchgemacht. Also wir haben rund um den rechtlichen Bereich, rund um die Buchhaltung, wir haben alle möglichen Grundlagen da gelernt und gesehen. Wir waren ja totale Frischlinge, also ich zumindest hatte komplett wenig Ahnung, was man da alles berücksichtigen muss, was man alles machen muss. Und das war eine gute Frontalschulung. Aber ich hatte noch dieses Mindset, von der Uni weg, dieses typische Techniker-Mindset. Ich muss einen Prototypen haben, ich muss etwas haben zum Herzeigen. Techniker sind ja die ungläubigen Thomase. Ich muss etwas wirklich berühren können oder anschauen können, bevor ich es glauben kann. Und das war so das Setting, das wir damals hatten. Wir hatten ja zum Glück keinen Prototypen. Und was wir jetzt aber haben, und deswegen habe ich auch am Anfang bei Ihnen jetzt gezögert, weil ich mir gedacht habe, wir sind mit den Prototypen noch nicht so weit. Und aber es hat von Ihnen Zeit immer geheißen, du
brauchst den Prototypen gar noch nicht fertig haben. Ganz im Gegenteil, wenn du noch nicht gemacht hast, noch nicht fertig hast, die Software, umso besser, weil, und das war der totale Clou, den ich im September beim Startup Camp gelernt habe. Offenbar seit 6 oder seit 7 Jahren macht Inizia diesen neuen Ansatz mit diesem The Lean Startup von Eric Ries. Und da geht es darum, dass ich zuerst mal einfach nur die Idee validiere. Und das fand ich total faszinierend. Also ich muss gar keinen fertigen Prototypen haben, denn da kann es mal passieren, dass das am Markt kein Mensch interessiert. Das heißt, ich habe 2 Jahre entwickelt und interessiert keinen Menschen. Also praktisch genau das, was der Eric Ries durchgemacht hat. Und dass man daher erstmal hergeht und ein MVP, so ein Minimum Viable Product macht und dass man dann erstmal die ganzen potenziellen Interessenten interviewt und die fragt, ist das interessant, wie siehst du das? Und das fand ich faszinierend. Da hat der Peter Tuchnik und die Brigitte haben da in dieser ersten Woche Startup Camp so genial diese Herangehensweise zum Dienst-Startup erklärt. Ich war in dieser Woche, ich war fasziniert von dieser Systematik und auch von den Coachings drumherum. Die waren so total praxisnah, auch wie man diese Cold-E-Mails schreibt. Ich habe mich ja dann bei Treventus auf den Sales spezialisiert und Cold-E-Mails, also sozusagen Cold-Calls, Cold-E-Mails, das ist etwas, kannst du total vergessen. Kein Mensch antwortet auf irgendeine Cold-E-Mail. Und da gab es ein Coaching. Der Typ war so genial. Der hat uns erklärt, diese Tricks, jene Tricks. Und ich habe das ausprobiert. Und das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Ich habe es gar nicht glauben können. Und die wurden so fasziniert. Ich habe dann gleich jede Menge E-Mails rausgeschrieben. Und die Feedbacks, die man da kriegt, das ist genial. Also die ursprüngliche Idee, die wir hatten, hat sich während dieser Wochen an Interviews total erweitert. Also wir haben eine Idee bekommen, wenn wir das umsetzen würden, das wäre schon ein eigenes Startup wert. Also dieses Lean-Konzept, das wir jetzt gelernt haben, das finde ich so extrem praxisnah an diesem neuen Unternehmentum, dass das hat man damals 2005 noch nicht, damals gab es auch dieses Konzept nicht. Also von daher würde ich jetzt sagen, ist Ihnen jetzt absolut leading edge, was dieses Unternehmertum anbelangt. Vielen Dank für das Lob. Und das Lob an das Team gebe ich auch sehr, sehr gerne weiter. Absolut. Also Du hast ja auch jetzt einen Vergleich sozusagen als Gründer Ökosystem damals, also weg mal von Inits, werfen wir mal den Blick aufs Ökosystem. Was hat sich da geändert, deiner Ansicht nach, heute und damals? Ökosystem. Also was ich damals wahrgenommen habe, ist, da gab es ja auch interessante Startups, die sind dann dahergekommen, hatten meistens noch Professoren oder irgendwelche Doktoren mit dem Team oder irgendwelche langjährigen Personen mit langjähriger Erfahrung. Und da hat man als neues Startup einen massiven Respekt gehabt. Und heute gehe ich in dieses Startup-Camp und ich sehe da meine anderen Kollegen, also die anderen Teams, die da sind. Da sind welche dabei, die sind halb so alt wie ich, aber die haben so ein Funkeln in die Augen und du weißt, die sind so verbissen, die sind so zielstrebig. Und heute, nachdem man Mark Zuckerberg und nachdem man die Google-Jungs und nachdem man verschiedene, also was weiß ich, N26, das sind alle junge Hupfer, nachdem man die gesehen hat, dass das Alter hier keine Rolle spielt, sondern eigentlich mehr die Vision, das Engagement und die richtige Methodik, würde ich jetzt sagen, hat sich das mit dem Respekt auch dahingehend geändert, dass man sagt, du, kommt da ein ganz frisches Team mit als junge Hupfer, muss ich dem genau gleich viel Respekt entgegenbringen, weil es könnte sein, dass die wirklich den heiligen Gral haben oder sonst eine super geniale Idee, die ich sofort zum Einhorn hochschießen kann. Also von daher, das hat sich aus meiner Sicht stark geändert. Also jeder, der startet mit einer guten Idee, kann die Chance haben, richtig groß hoch zu skalieren. Großartig, danke. Jetzt einmal ein Blick hinter die Kulissen. Das Publikum hat, glaube ich, Fragen. Mein Kollege, magst du? Ja, guten Morgen. Wir haben die ersten Fragen im Chat. Ich beginne gleich mit einem Bezug noch auf das erste Projekt. Wie lange hat die Umsetzung von Projekt 1 gebraucht und wie lange
bis damit etwas verdient wurde, gibt es da als Frage. Und auch, ob das dann den Erwartungen entsprochen hat. Okay, also wir haben Prototypen gebaut mit Holz und mit irgendwelchen Staubsaugern aus dem Saturn und so weiter. Also wir haben es geschafft, innerhalb von 2 Jahren einen Prototypen zu bauen, mit dem wir die ersten Kunden sozusagen an Land holen konnten. Und mit den ersten Kunden haben wir uns praktisch auch die Finanzierung sozusagen gesichert. Also unsere Investoren damals waren die Kunden, die gekauft haben, mit dem, was gekauft worden ist, ist gleich schon weiter gewirtschaftet worden. Mein Kollege Christoph Bauer, der da sozusagen die Finanzen über hat, und der Kollege Markus Bach, der die Entwicklung hatte, zusammen mit dem Christoph Bacher, wir haben uns alle voll reingekniet. Wir waren 7 Tage in der Woche am Institut. Die Zeit ist verflogen wie nichts. Ich denke mal, nach 3 Jahren hat man die ersten Geräte, die wir verkauft haben, und die Zahlen waren super gut. Und wir haben Eskalierung gehabt, wir haben super gut performt am Markt. Und was wir geschafft haben, was ich ja faszinierend finde und eigentlich unverschämt faszinierend finde, wir quetschen aus dem einen Produkt seit 14 Jahren immer noch einen guten Marktanteil heraus. Wir haben nicht wie andere Mitbewerber jedes Jahr ein neues Produkt gelauncht. Wir verwenden immer noch den gleichen Buchscanner mit der gleichen Technologie, und das läuft immer noch Cash Cow. Also es ist schon fast nicht zu glauben, ja. Die Erwartungen auf jeden Fall. Wir haben eine weitere Frage zum Thema, auch nochmal Triventus. Da ist ja das Thema Hardwareentwicklung ein sehr prominentes, und das ist ja immer eine besondere Hürde für Startups. Wie waren da eure Erfahrungen mit diesem Thema, beziehungsweise wo waren da die Schwierigkeiten? Also wir haben beim Setting vom Team hat Ihnen sozusagen ja diese Auswahl getroffen, zusammen mit Professor Zeigler, und hat aus diesem Set an Studenten 3 herausgepickt, die sich ja vorher nicht gekannt haben, eben der Kollege Bauer, der Kollege Bacht und ich. Und offenbar ist das so gut ausgewählt worden. Wir haben Elektronikentwicklung, Mechanikentwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, wir haben das alles gut abdecken können, haben dann gleich nach dem ersten Jahr mit dem Kollegen Christoph Bacher auch noch einen Elektronikentwickler reingekriegt. Und durch die Nähe an die TU Wien haben wir es geschafft, weitere Elektronikentwickler dazu zu kriegen. Und deswegen ist es gut gelaufen. Ich weiß jetzt gerade bei BT Semantics sucht man natürlich auch Personal und Mitarbeiter, aber es ist wirklich total schwer am Markt Personal zu finden. Das ist schwer. Das war damals mit der Uni-Nähe war es relativ einfach. Und ich muss sagen, dieser Mix an Hardware und Software, das ist der goldene Mix, würde ich sagen. Man hat etwas, was man angreifen kann, man hat Software, was man nicht angreifen kann, was man ein bisschen geheim halten kann, man hat ein kleines Patent irgendwo, einen kleinen Patentschutz. Das ist ein richtig guter Mix, und man kann sich am Markt dadurch brutal gut verteidigen. Jetzt entwickeln wir Software, und jetzt geht es darum, bei der Software muss ich einfach nur durch beschleunigte Entwicklung schauen, den Vorsprung auf andere sozusagen zu halten. Das ist mit Kombination von Hardware ist, würde ich sagen, etwas leichter. Danke. Wie schaut es jetzt aus mit der Skalierbarkeit? Entschuldige, Michael. Ja, bitte zurück an dich, Irene. Wir haben aktuell keine weiteren Fragen im Chat. Okay, danke, Michael. Wie schaut es jetzt aus mit der Skalierbarkeit? Ja, ihr seid mit dem ersten Unternehmen ja quasi aus dem Cashflow heraus gewachsen. Wie groß ist das Unternehmen geworden? Und was ist jetzt geplant mit dem neuen Unternehmen? Genau, also wir waren einmal bis auf 18 Mitarbeiter groß, dann haben wir die Produktion ausgelagert, weil es einfach zu viel war. Dann haben wir uns ein Unternehmen reingeholt, das für uns die Hardware dann baut, und haben begonnen mit Optimierung. Ja, also Prozesse zu standardisieren, Prozesse zu optimieren, Abläufe zu optimieren, Marktanteil verteidigen und so weiter. Und nicht mehr jede Spielwiese kann angegangen werden, weil jeder Test, jeder Spiel alles kostet. Man betrachtet das jetzt viel wirtschaftlicher bei Triventus. Und bei Topics ist es irgendwie, bei BT Semantics ist es ganz anders. Jetzt ist das so, dass wir heuer gestartet sind. Es gibt überhaupt nichts, was Standard ist. Wir müssen uns den Marktanteil erstmal fokussieren und erkämpfen.
wir müssen jede Spielwiese angehen, weil wir die Richtung finden müssen, die ja absolut passt. Und von daher ja, sind wir jetzt einfach mal dabei, den Prototypen zu machen. Wir müssen Personal an Land ziehen, damit wir die Entwicklung beschleunigen können. Und da ist es im Moment einfach so, je mehr man Programmierer und Entwickler hat, umso schneller kann man eben nach vorne pushen. Deswegen ist jetzt gerade Funding bzw. Investorensuche ist jetzt mehr an der Tagesordnung. Und genau, Okay. zu zweit ist man dann natürlich ordentlich am Rudern. Und vielleicht ist ja der eine oder andere, die eine oder andere im Publikum, die bei euch mitarbeiten möchte. Nach wem oder nach welcher Expertise sucht sie gerade bei Mitarbeitern? Ja, also was wir im Moment suchen, um die Software eben nach vorne zu treiben, sind einfach Programmierer. Künstliche Intelligenz ist natürlich auch immer ein Thema, aber natürlich für die Marktrecherche haben wir Bedarf nach keine Ahnung, News-Studenten, also Leute, die den Rechtsbereich aufarbeiten. Genau, also das sind im Prinzip unsere zwei Schwerpunkte. Programmierer auf der einen Seite und ja, Expertise aus dem Rechtsbereich auf der anderen Seite. Und wirklich dieser Legal Tech-Markt, der zischt im Moment hoch. Seit 5 Jahren gibt es da ein extrem starkes Movement. Und ich merke, das ist ja gerade der aufsteigende Ast. Und das war genau dasselbe 2004 mit der Massendigitalisierung. Da hat erst Google das ein bisschen angepusht. Und die Europäer haben gesagt, na, wir lassen ganz sicher nicht unsere Bücher von einem amerikanischen Unternehmen digitalisieren. Kommt nicht in die Tüte, machen wir alles selber. Und in das sind wir da reingerutscht und mussten aber auch viele Kunden erstmal an diese Massendigitalisierung heranführen. Und dasselbe in Hellblau jetzt mit dem Legal Tech-Bereich, wo die Juristen und Anwälte diesen Bereich sehen und sehen, dass das ist die Zukunft. Aber wie kann ich mich da heranarbeiten? Und wir machen diesen Evangelismus genau jetzt auch wieder. Was sind die Möglichkeiten? Was Ja. kann man machen? Und so weiter. Also es ist im Prinzip das gleiche in Hellblau, halt nur für Legal Tech. Ja. Ja, es gibt diesen Markt noch nicht wirklich, den muss man erst schaffen. Und wir freuen uns, dass wir euch dabei begleiten dürfen. Das ist ja das Michael, es gibt noch Finale. eine Frage. Ja, es ist eine Frage, ist gerade noch reingekommen, Stefan, und zwar ist die Frage, woran liegt die Schwierigkeit, Personal zu finden? Liegt es an der Ausbildung, daran, dass zu wenige in unsicheren Startups arbeiten wollen oder an was ganz anderem? Was ist da deine Erfahrung? Also ich würde jetzt glauben, die Ausbildung in Österreich ist fabelhaft. Das ist auf jeden Fall gut. Es gibt vermutlich aber zu wenig Programmierer. Also die Programmierer, die werden am Markt einfach ja, die werden weggepflückt. Das geht ratzfatz. Und ich müsste jetzt, wenn ich Programmierer suche, ich müsste ja praktisch nach Ungarn gehen oder nach Tschechien oder in die Slowakei und mir da Programmierer holen. Das Problem ist aber, dass wir jetzt Rechtstexte aufarbeiten und uns im ersten Moment auf deutsche Rechtstexte konzentrieren. Das heißt, ich brauche ein fabelhaftes Deutsch. Und damit muss ich im deutschen Sprachraum bleiben, auch was die Programmierer anbelangt. Die Schwierigkeit, also ich glaube, die Schwierigkeit ist einfach nur, dass es viele Unternehmen gibt, die jetzt Software entwickeln in Österreich und daher werden die Programmierer, die werden weggefischt wie nichts. Also ich merke, es werden auch viele aus Deutschland geholt. Also von daher, ja, wird das noch eine ordentliche Challenge. Ja. Ja, die Digitalisierung ist ja in aller Munde und das Thema Bedarf an Menschen, die das auch im Griff haben, auch überall Und zu lesen und lernen. was du gesagt hast, das gibt es natürlich auch. Also ich merke das von den Kollegen, mit denen ich spreche. Es gibt natürlich Programmierer, die sagen, ah, ich mag Sicherheit. Ja. Ich mag nicht in einem Startup arbeiten, weil das hat eine gewisse Unsicherheit. Das kann schiefgehen, kann aber auch klappen. Und wenn es klappt, dann ist das eine Rakete nach oben. Das mag eben nicht jeder. Und dann ist es aber so, wenn das einer nicht mag, dann ist der auch nicht richtig für dieses Startup. Dann passt er da auch nicht ins Team. Dann ist das vielleicht für eine spätere Phase, wo das Team schon gesettelt ist. Ja, aber das ist schon ein gutes Auswahlkriterium. Dann weiß man, okay, das ist einer, der ist motiviert und lösungsorientiert und der weiß um das Risiko, mag da mitspielen und der andere mag halt Sicherheit. Ja. Ja, gerade im Artificial Intelligence Data Analytics Bereich gibt es ja auch viele Frauen, ja, vielleicht spricht man die mal gezielter an. Letzte Frage von meiner Seite, um auch relativ pünktlich wieder abzuschließen. Zum Schluss noch, Stefan,
Möchtest du irgendwas Persönliches den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben? Eine letzte Message sozusagen zum Start in einen erfolgreichen Tag? Zum Start in einen erfolgreichen Tag. Ja, ich steh immer um 4 Uhr in der Früh auf, also von daher beginnt mein Tag immer ganz stark für dich, total, total ruhig. Ich will jetzt nicht jedem empfehlen, so früh aufzustehen, auf gar keinen Fall. Aber was mir immer hilft, ich überlege mal ganz kurz, was steht heute an, und ich pick mir dann immer diese Sachen heraus, die mir Freude machen, und mach die nicht gleich als erstes, sondern ich versuche als erstes jene Sachen zu machen, die etwas mehr herausfordernd sind, und lass mir die tollen Sachen auf ein bisschen später, damit ich da Freude daraus schöpfen kann. Das ist das, was ich mache. Aber ansonsten, wenn ich jetzt noch einen Tipp geben dürfte an irgendwelche Studenten, die an der Uni an irgendwelchen Ideen knobeln, da wäre mir einfach nur wichtig zu sagen, wer an der Uni, oder muss nicht unbedingt die Uni sein, aber wenn jetzt einer an der Uni eine Vision hat und eine Idee hat, die er verwirklichen möchte, und dann zögert, ich würde sagen, mit diesem Lean-Startup-Konzept, evaluiert die Idee, traut euch das zu machen, fragt nach Inkubatoren, probiert es aus, und wenn es schief geht, also mit diesem Lean-Konzept kann man das in kurzer Zeit testen mit wirklich wenig Budget. Wenn es schief geht, dann ist das eine Erfahrung. Das kann man ins CV reinschreiben, ins CV, das macht sich vielleicht bei einer Bewerbung gut, wenn man dann sagt, gut, ich lasse die Finger davon, ich gehe doch in einen sicheren Job. Sowas macht sich auch im CV gut, dann sieht man, der hat was ausprobiert. Und wenn ich meine Idee vor euch pitchen muss, das ist ja Training, das muss ich dann ja in der Arbeit auch machen. In der Arbeit habe ich irgendein Anliegen, ich muss irgendeine Software, irgendeine Feature, irgendetwas meinem Vorgesetzten oder meinem Boss zeigen. Je besser ich dem das verkaufe, umso eher wird er mir da zustimmen. Es ist das gleiche in hellblau im Job. Also von daher, eine Startup-Idee auszuprobieren, kann ich nur empfehlen. Man kann dabei nur Erfahrung sammeln. Es kann nichts schiefgehen. Großartig. Vielen Dank. Eine sehr motivierende Message an alle. Und ich kann das auch nur bestätigen. Intrapreneurship wird sozusagen auf der Basis von Entrepreneurship, wenn man so möchte, auch in etablierten Unternehmen, in Corporates, immer wichtiger und ist definitiv ein CV, wenn man mal ein Startup ausprobiert hat, fast egal, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich. Damit möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Stefan. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag selber. Bleib gesund. Wir freuen uns aufs Weiterarbeiten an deinem neuen Venture, und ans Publikum auch gleich eine Einladung, der nächste Scale-Up-Talk kommt. Ja, wir haben einen ganz wunderbaren Gast, auch jemand, der einen ganz neuen Markt erarbeitet, etwas, was es heute noch nicht gibt oder ganz, ganz wenig gibt. Da geht es um ein Flugtaxi, und wir freuen uns, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, und ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Init-Teams einen großartigen Tag, und auch Sie ans Publikum, bleiben Sie gesund. Dankeschön und guten Tag.